Wie ein Kreuzworträtsel von Oma ausgefüllt. Hm, schwierig. Na, Hazelmonter. So. Ja. So. Denn ich stehe ja von uns auch an der Nahrungskette, ganz oben, ne? Denn ich bin der Oberbayer. Und ihr seid die Unterbayern. Obersticht unter. Gott, dauert das lang. Du fühlst auf absumpfen Räder, alles da. Der Haze, ja. Der Haze ist. Also eigentlich schreibt man es ja H-E-Y-S. Ne? Haze. die bayerische. Das Leben in Anrecht war nicht einfach. Und das Leben hier ist es auch nicht. Wir hatten jetzt eine Klampfe in der Hand. Ach so, ist es wieder, weil wir. Hey, ist das dieser Spezel? Das ist der Spezi? Oder Spezel? Ist es hinten ein L oder ein I? So. Hey, ist das der Spezel? Sagst du das? Ist das also? Ah, schwierig. So. Oh, die sind noch zu. So, jetzt aber. Aber wir Bayern haben den besten Spezi der Welt. Das wisst ihr, gell? Wir Bayern haben den besten Spezi der Welt. Was ist mit dem los? So. Haben wir ein paar Performance-Probleme? Ich glaube sogar, ja. So. Was genau haben wir. Was genau machen wir jetzt eigentlich? Ja, kurz überlegen, ne? Begriff dich zu. Begriff. Okay. Begib dich zum Grabhort. Nö. Ganz einfach, nö. Hierfür brauchen wir noch 3 Energiezellen. Schwachsinn, ne? Aufträge. Kollateralschaden. Begib dich zu den Spornfelsen und finde raus, wo Odins Familie. Das können wir noch machen. Jagen für die. Nö. Safe nicht. Machen wir den hier. So. Spezi, Spezel, Spazi, Bazi, Putzi, Stutzi. Also wenn es heißt, dass die Deutschen, ne, im Vergleich zu Englisch oder sowas, für alle Dinge doppelte und dreifache Bedeutungen haben, ne, dann haben die Bayern nochmal das Zehnfache davon. Scheißegal. Morgen Song, wenn es mir den bayerischen Void treibt, da wird es dann nahe wegen incomprehensible bei der Armee sein dort. Incomprehensible. Bayerisch ist übrigens auch der beste Dialekt oder der beste Akzent, den man haben kann, wenn man Englisch spricht. Das ist wunderschön. Nee, so, jetzt aber. Spiel, Spornfelsen. Wo zum Hölle Dings ist da also? Ist ja gar nicht mal so weit weg. Können wir uns hier. Wait. Wollen wir hierher? Ne, wir wollen hierher, ne? Einfach aus dem Grund. Weil wir von hier aus besser hier rüberkommen. Und hier oben sind wir diese komische Schlucht da unten drin. Na, das. Oder? Nee. Hier kommen wir besser über die. Hier kommen wir gar nicht hoch. Wir gehen doch hier oben hin. Aber hier über die Straße besser hinkommen, oder? Ja, komm. Hier mal hier oben hin. Würde passen. Mit der Crash. Englisch Comprehension lesen. Comprehension? Comprehension. Hemi and Louis going to the shop. Das ist so.
so blöd. So, aber ich spreche jetzt auch mal für die nicht-bayerisch Verstehenden, ne? Spreche ich hier nochmal wieder Hochdeutsch, ne? Denn wir müssen ja auch für unsere Auswärtigen ein wenig verständlich bleiben. Wenn schon der Chat komplett unverständlich wird. Das hat übrigens mein, ohne Shit, das hat der, warte, Bernhard hat mir vorhin, der Herr Kusma war das. Mein Englischlehrer im Abi hat es zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt, Max, na, versuch bitte, soweit es geht, Hochdeutsch zu sprechen und keinen Dialekt mit in die Sprache reinzubekommen, ne? Sehr nahhaft. Weil es gibt einige Prüfer, die da sehr bescheiden drauf reagieren. So. Da wollen wir rüber. Ah, armes Deutschland. Armes Deutschland. So. Whee. Bop. Breitkopfaale. Wir laufen einfach vorbei. Schweinebärnase. Perfekt. So. Lalalala, ein bisschen Heilung muss ja sein. Das ist ein fucking Hase. Hase? Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Nein? Nein, der ist mir zu weit weg. Der ist mir mittlerweile zu weit weg, leider. So. Ja, und die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. In der Grundschule wurde ich ja auch, oder meine Eltern, zu gut vorbereitet sein. Oh doch. So. Wurden meine Eltern auch dazu gedriezt. Aha, jetzt geraschelt. Und jetzt? Egal. Wurden meine Eltern ja auch dazu bewegt oder bewogen oder genötigt, mir meinen Dialekt abzugewöhnen, abzutrainieren. Ne? Was auch super toll ist. Man, wo sind wir denn? Ne? Aber, naja. Gibt halt, es war einfach so eine Zeit, wo Dialekt halt so ein bisschen verpönt war. Warum auch immer. Ne? Schwierig. Einfach nur schwierig. So. Bap, bap. Gibt's hier irgendwas Interessantes oder nur das Lagerfeuer? Das ist wirklich nur das Lagerfeuer. Das ist doch behindert. Hm? Heute wäre es Rassismus und Fremdshaming. Es wäre aber gar nicht mehr so blöd, in der heutigen Zeit, ist mal ohne Schmarrn, ne? In der heutigen Zeit, wenn man solche Themen mal in die Schule mit reinnehmen würde, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Warum gibt es kein Schulfach, Mobbing, Rassismus und Beleidigung oder irgendwas anderes, ne? Das wäre mal ein intelligentes Fach. Oder so. Schwein! So. Was bist denn du da hinten? Ach, das sind die Ralf Reichts Menschen, Viecher. Hm? So, mir geht es, naja. Hast du dafür 20 Minuten gebraucht, oder was? Ich hab dich vorhin schon gefragt, Alex. Wieso, was ist los, mein Guter? Sprich dir was von... Was? Wait. Lass mich den Satz nochmal anfangen, bitte. Sprich dir los, was du von der... Schreib mir jetzt auf, was ich sagen will. Sag mir, was dir auf der Seele liegt. Nee, hat den Anruf. Achso. Anrufen oder telefonieren möchte ich auch nicht. Wollt ihr erfahren, dass mein Vater mit Sonntag geschoben hat? Oh, das ist uncool. Das ist mega. Also. Mein herzliches Beileid, mein Guter. Was für ein Kack.
Ich erhebe meine Dose besten Radlers auf ihn. Oh, das ist blöd. Aber jetzt erst erfahren. Also, 3 Tage später. Uje. Uje, uje, uje. Warte mal. Also ich möchte das nicht irgendwie, sag's mir. Nicht einfühlsam wirken oder irgendwas, aber. Ach so, ein Kack. Über Umwege fahren. Ja, super. Das macht's ja umso besser. So ein Scheiß. Was waren das jetzt welche? Das waren die hier, ne? Waren das die mit dem. Nee. Sind das Verwüster? Nee, das sind die anderen Dicken. Welche waren das? Das waren die hier, ne? Trampler, die haben. Die Energie. Ah, genau. Das Ding da am Boden. So, wie war das einfach Vollgas drauf, ne? So, mein Freund. Dir schieße ich jetzt Vollgas in die Euter. Komm her, du kleine Kuh. Fangen wir endlich an. Uncool. Oh mein Gott. Ballrock. Wieso gehe ich ins Wasser? Mein Gott! Scheiße! Ich dachte, der explodiert! Easy. Aus der Luft gegriffen. Ich will die explodieren lassen. Nein! Der Wichser! Kriegt das hin? Oh mein Gott! Der Aiming-Gott, ich sag's ja. Scheiße. Ja. War da noch einer? Aber an wen erinnert der mich so hart? Oh mein Gott. Ans letzte Einhorn. Jetzt. So. Natürlich ans letzte Einhorn. Die sind an diesem. Haben wir es jetzt dann? Büffel. Nee. Ans letzte Einhorn, da gab es auch so ein Feuerstier, oder? Oh mein Gott. So. Seht? Er nutzt die Slow-Mo. Ja. Ich habe gelernt. Ich spacken. Also, Sprachenzentralisierung ist halt nun mal auch sinnvoll, auch wenn es konträr zur Kultur und Tradition ist. Ich meine, es vermindert Kleinstaaterei, erleichtert Kommunikation, besonders für die Wirtschaft, verhindert Ablehnung, aufgrund von Kommunikationsmöglichkeiten agiert. Ich verstehe schon, warum Kinder Hochdeutsch lernen sollen. Ja. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass Dialekt. Da hinten ist noch ein Kaboom.
dass Kinder halt trotzdem einen gewissen Dialekt behalten sollen. Ne? Und solange sie Deutsch schreiben können, unter anderem, ne? Und sie auch Hochdeutsch verständigen können, den Eltern nicht sagen, oder gar nicht mal sollte man den Eltern nicht sagen, hey, euer Kind, ne, das muss Hochdeutscher reden, es darf kein Dialekt haben, bla 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 bla. Es ist halt einfach. Ja, aber wenn ja alles passt, ne, und das Kind halt einfach nur ab und zu in den Dialekt verfällt, weil, keine Ahnung, es halt einfach Kulturgut ist, dann sollte es einfach so lassen, ne. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Solange es ja noch im Rahmen bleibt. Ich meine, wenn der Kind jetzt in der Schule ist, ne, und so richtig, richtig tiefen Dialekt spricht, ne, dann verstehe ich das. Ja, dann ist es logisch. Aber wenn es halt nur so ein bisschen Dialekt drauf hat, dann hat es meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass es in der normalen Welt nicht überlebensfähig wäre. Ne? Der rote Stier, der von Haggard. Hagger? Von Hagger? Hagger, Hagger. Ist Hagger, Hagger nicht etwas, was man zum Kochen nimmt? Digga. Hagrid! Wow. Pam. Gerösteter Fuchs. So. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Kleine zähe Pflanze, ich töte dich. Was? Heißt der Hager der alte Kauserichter? Weiß es ja gar nicht. Ich meine, ich kann eigentlich auch keinen wirklichen Dialekt, wenn nur brockenweise mit dem Deutsch, mit bayerischem Akzent. Ja, ist bei mir ähnlich. Den besten Dialekt spreche ich, sage ich mal, wenn man es übertreibt. Weißt schon, wenn man so ein bisschen so ho 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 macht, gell? Dann kommt es ja am besten rüber, gell? Also bei mir zumindest. Hasenfutter! Ne, nach dem Pemi-Prinzip. Wir füttern den Hasen an Hasen. Das ist das Gebiet, das in Olens Fokus markiert ist. Mhm. Das Gehöft dort drüben. Olen Fokus. Sie seine Familie gefangen halten. Sie sind in diese Sache reingezogen geil. Worden. Nicht Ford genau Fokus. Was bist du denn? Achso. Keule, ich bin gar nicht da. Ja! Ach Gott, ernsthaft jetzt. Der ist tot. Das macht ja so viel einfacher. Oh, fritz dich, meine Gute. Upsi. Das macht ja so wie einfach, ne? Holy shit. Das macht ja so viel einfacher. Wo sind wir denn? Da sind wir. Plopp. Und Abfahrt. Ups. Richtiges Urbayerisch findest du eigentlich nur noch bei den Hinterwäldler, aka Bayerischer Wald, Alpenvorland. Was? Ja, aber halt wirklich nur an der deutsch-österreichischen Grenze eigentlich da in der Gegend rum. Ich meine, bei uns hier, du hörst halt schon noch einen Dialekt und alles, aber so richtig dieses Ho-Ho-Ho, dunkelbayerisch, ne, nennen wir es bei uns. Sprechen die euren Leute mit die 80, 85 sind vielleicht noch so ein bisschen, ne? Der König aus den letzten 100, ja genau, meine ich ja. Er heißt so, der Hager. Hager, Hager. Safa, Bisma, der Muttersprach war losen. Was? Die Bombe 100 P immer nur wegen, bis sie abstürzen. Ach so. Brennen, kleiner Pika. Und wir haben ja eh kein Leben, ne? So.
Easy going. Schön. Schön, 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 schön. Aber so macht es Spaß, ne? Weil, ich meine, ich verstehe, wenn Leute jetzt sagen, okay, ist ja viel zu einfach, du spielst auch normal, bla bla bla. Verstehe ich absolut. Finde ich auch. Aber ich finde es so gerade richtig, ne? Dass man ab und zu so kleine Scharmützel gegen Gegner hat und sowas, ja, passt alles drum und dran. Ich aber nicht jedes Mal Gefahr laufe, zu krepieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Rock. So. Da hinten ist ein Sturmvogel. Oder? Müsste ein Sturmsee-Vogel sein, ne? Ja. Okay. So. Alles wird das Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Ich hab ne Hockfresse, weil ich gerne Hock esse. Was? Wo bin ich eigentlich? Ich bin schon richtig, okay. Die ist doch bestimmt hier irgendwo in so einer scheiß Nische, ne? Hm? Nicht verwechseln mit Uga Uga, das ist sein Bruder. Bitte was? Ich seh's. Ich seh sie. Ja, die haben doch vorhin gegen Boden. Ja, Wachtel mit Hitchlock. Ist der gerade drüber gesprungen? Nee. So, nimm mit. La 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 la. Du dai, du dai. Schubidubi, du baba. Hey, du dai. Ja, Hagga, Hagga und Uga Uga. Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass es sowas gibt, sowas gäbe wie bei Breath of the Wild, wo man auf dem Schild rutschen kann. Das wäre super. Wait a mal. Moment mal. Du da, ey. Man kann die überbrücken. Oh, das ist sick. Da bin ich Fan von. Hier oben ist übrigens ein Ding. Das machen wir übrigens als nächstes nach der Mission. Wir gehen mal hier runter und wir gehen mal da hoch. Oh, man kann die überbrücken. Oh, das mag ich ja. Dann kann man ja fliegen. Ja, hockst du auf den Vogel, dann fliegt er los, dann fliegst du mit. Schwierig. Überbrück mich weg. Was macht denn der Büffel da schon wieder? Finde ohne Familie, erledige die Kuckuckskultisten. Eclipse, wenn ich langsam vorbeigehe, habe ich den Überraschungseffekt auf meiner Seite. Oder ich stürme einfach rein. Das würde sie auch überraschen. Mädel, das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade von Lieb gibst, ne? So oder so überrascht sie und das macht überhaupt keinen Sinn. So, wir machen so. Oh Gott, kannst du aufstehen, danke. So, zack. Endboss. Zack. 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 Blub. Halten die sich Truthähne? Hier müssen sie Olens Familie. Enasha. Enasha, du bist ein Kotnascher. Entschuldigung, was? So, mein Freundchen. Ich hab gehört. Du stehst doch ganz alleine rum. Ne? Schau mal her. Scheiße. Da war noch ein anderer. Shit. Ups. Das passiert übrigens, wenn man die Kontrolle über die Steuerung verliert. Willst du mich? Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Ja. Keule, ernsthaft. Und jetzt rein da und kämpfen.
Das wirst du nicht überleben. Schade. Ich dachte, man kann ihn auf den Kopf hauen. Plupp, komm, verbrennen. Ja, was? Was denn hier los? So, mein Freund. Nicht aufgeben jetzt! Nee, kein Ding. Das war ja fast getroffen, ne? Der fliegt aber noch in die Luft. Wait, what? Nee? Okay. Ich dachte, der fliegt in die Luft. Komm her, du Lümmel! Das ist so blödsinnig. Ich muss sagen, Human vs. Human Combat war in Teil 1 im Vergleich wegen Lacklustiger. Was? Lackluster? Was ist ein Lackluster? Okay, da, jetzt bin ich irgendwo ausgestiegen wahrscheinlich. Wendy, wie sieht es mit deinem Street Fighter Training aus? Ich kann eine Combo. Bin mal rank unter den ersten 1000 von ca. 1,8 Millionen. Diese 1,8 Millionen, das bin ich. Ach, glanzlos. Sagen wir mal so, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Learning by doing, wa? Also Steve, ich gehe mal davon aus, ne, dass es nicht unsere, unsere einzige Session sein wird, ne? Heißt, ich gebe mir noch Mühe so ein bisschen, so ein paar Mal, ne? Und irgendwann überflügle ich dich. Was? Du musst auch! Oh, einen richtigen Schwarzwildbraten hier, ne? Oh, Schwarzwildgulasch ist übrigens richtig geil. Wenn ich weiß, was Schwarzwild ist, es ist kein böser Ausdruck für Leute aus der früheren Zeit, die verknechtet und versklavt worden sind, sondern es ist Wildschweinfleisch. Wildschweingulasch zum Beispiel ist super lecker. Ja. Keine Angst, bin ich nicht. Die Leute sind echt hart. Hab mal die Profis spielen sehen. Die geben nicht viel auf Kombos, die fighten sehr langsam und Schritt für Schritt. Meistens geht die Zeit um. Ernsthaft? Also, was ich halt, Achso. Was bei mir halt war, ich hab halt Dead or Alive bis zum, also, ich hab Dead or Alive 4 damals bis zum Erbrechen gedaddelt. Und, Alter. Gutes bis zum Erdkern. Ne? Und, Tekken 3 oder Tekken 4, irgendwie sowas. Ich glaube Tekken 3 war das nochmal da damals. Habe ich auch bis zum Erbrechen meinen so und so vielen Dan, keine Ahnung, was gemacht. Das war eine schöne Zeit, aber Dead or Alive war halt das Ding, du konntest halt kontern. Ne? Das ist halt eine sehr, sehr sicke Sache. Na, du konntest halt kontern, das kannst du in Street Fighter halt nicht. Na, sprich, wenn der Gegner hochgeschlagen hat, konntest du hoch kontern und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel Hayabusa, also Ryu Hayabusa gespielt. Das war einfach so eine Sache. Der hatte so insane Konter. Du hast halt, es gab einen Griff, der war komplett busted, ne? Du hast den Gegner gegriffen, nach oben geschlagen, hochgeportet, ihn nochmal gegriffen und damit der Drehung auf den Boden runter, ne? Und das konntest du, wenn du gut bist, bei jedem Konter machen. Ja. Komplett kernbehindert. So. Hab damals Tekken 3, 4 und denken wir 5, ja genau, gedannt. Ich bin mir nicht mehr sicher, es war da, wo man, ich glaube, wo man von der Story her Chin gespielt hat, der seinen Großvater umgehauen hat, umhauen musste.
von der In-Game-Story hier. Genau. Das ist dann so ein permanentes Ankratzen bis zum Tod. Ja, super. Also das ist halt auch lame dann, aber klar, wenn einer einen Fehler macht, gibt's halt aufs Maul. Das ist im Probereich. Im Probereich ist das halt so, gell?